Also wenn es dir nichts ausmacht, dann würden wir es nehmen. Ich höre gerade nicht mehr, was er sagt. Shit. Dies ist zu, mein Freund. Kannst sie aber gerne öffnen. Alter. Wieso läuft denn der außen rum? Er kann doch einfach Was macht runterhüpfen. der? Ich weiß auch nicht, was der macht. Der ist sauschnell. Ja, der hat bestimmt ziemlich viel Movement Speed. Ja, gut, ich laufe dem jetzt nicht hin, der dauert mir zu Wo ist lang. denn der hin? Ich nehme uns leider. Der geht zum Ach so. T-Rex. Weil der hat ja auf dem Weg schon tausend Sachen getötet, einfach nur. Ja. Alter, das gibt's doch nicht, dass das ein Fleischfresser ist. Finde ich auch seltsam. Aber ich kann mich leider nicht mehr so gut an diese ganzen Dino-Serien von damals erinnern, als dass ich jetzt mit Bestimmtheit sagen kann, was der frisst. Nee, das ist Ich hätte auch gedacht, dass das ein Pflanzenfresser komisch. ist. Aber. Ja, wieder was klärt. Das wäre geil gewesen, hätten wir die drei. Ja, da stellen wir jetzt Und das ziemlich da, funktioniert ey. nicht. Aber wenn die nur einen Schuss brauchen, einen Pfeilschuss, das ist ziemlich cool. Dann können wir uns ja echt. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube eher, das kann ich mir Da nicht hinten ist vorstellen. nämlich einer. Ja, dann können wir uns ja echt relativ einen mit einer schönen Farbe raussuchen. Hast du den gerade getaped? Ich habe nichts getamed. Was soll ich getamed haben? Ja, weil er gerade einen. Hat er gerade einen Pteranodon erlegt? Das wäre jetzt schon der Hammer, ey. Hier, wir wollen auch noch ein bisschen was Auch da so. hinten machen. Der hat ihn getötet, glaube ich. Achso, da hinten ist ein roter Pteranodon. Noch einer war da. Ja, der ist tot. Ach nee. Also wir wollten uns eigentlich einen raussuchen von der Farbe auch, der uns gefällt, deswegen. Boah, sind wir eitel, denkt er sich jetzt wahrscheinlich. Was für Spackos. Ja, dann gib mir einfach das Fleisch, das wäre das Beste und wir suchen uns dann raus. Hallo, du kleiner T-Rex. Du bist süß. Aber es stimmt schon, ein Schuss hat Hallo, gereicht. hier raus aus dem Netz. Ein Pfeilschuss? Also er hat uns jetzt 100 gegeben. Au. Alter, diese scheiß Libellen. Shit. Mein Controller vibriert jedes Mal. Wie Braucht viel man da braucht man circa? da circa? An Fleisch? An Fleisch? Ja, kommt halt immer aufs Level und so drauf an. Es gibt ja auch hier so eine Internetseite, wo man das so ungefähr mit ablesen kann. Okay, gut, dann Okay, danke gut, ich dann dir, danke ne? ich dir, ne? Und also danke fürs Also danke Korbio, fürs danke fürs Korbio, danke Fleisch, fürs danke Fleisch, fürs danke fürs Eskortieren. Eskortieren. Vielleicht sieht man sich Vielleicht mal sieht man sich wieder mal wieder. im Chat Im Chat oder oder vielleicht auch kommt so mal. So mal, komm vorbeigeflogen. mir Kommt vorbei mir mit dem vorbei mit dem Flugdino. Flugdino. Ja. Warte, ich guck mal eben hier wegen den Dingen. Also Level 8 würde jetzt so zum Beispiel 34 Rohrmeat brauchen und 34 geht so. Stunde 25 laut dem Rechner im Internet und 40 Narkotik. Oh, das haben wir locker. Auch das geht Auch ja das eigentlich. kriegen wir Eigentlich. hin. Also wir benutzen jetzt keine Benutzen jetzt keine Narkotik, weil wir kein Narkotik, weil wir kein verrottetes Fleisch verrottetes leider haben Fleisch leider haben aktuell, aktuell, aber denken wir mit ich denke den mal, mit normalen den normalen Narkobabys geht's ja Narkobabys auch. geht's ja auch. Hallo, T-Rex. Ram, ram. Ram, fress mich. Ja, sofort, das ist Fleisch. Ui, ui. Die sind aber auch nett hier, die Leute. Muss ich ja mal sagen. So. Also der, ach lol, der droppt uns verrottetes Fleisch, ich flippe aus. 400. Nice. Ja, danke sehr. Ich kann leider deinen Namen nicht Also sehen. danke, Danke. wirklich, wirklich. Kein Ich Problem. weiß nicht Ich weiß wirklich, nicht wie wirklich, oft wie ich oft Danke ich Danke sagen soll, sagen weil soll, das ist für weil das uns ist halt für uns echt halt wirklich echt ein ein großes großes Stück Stück Arbeit. Arbeit. Alter, ich habe 400 verrottetes So. Fleisch. Kannst du mir die Narcoberries geben Die oder sind sind die alle alles im Dings im drin? Dings drin. Soll ich jetzt mal einen runterziehen? Ist das geil. Ja, warte mal, wir suchen uns einen Da schönen hinten ist ein aus. roter. Und ich mach erstmal Narcotics. Ah. Ja, alles hat seine Zeit. Nein! Dann können wir echt gleich zwei machen eigentlich, ne? Das stimmt. Aber wir haben keinen Sattel, ne?
Ja, kannst du ja machen. Welches Weiß ich Level? nicht. Kannst du schon. Wie heißen die Viecher? Pteranodon, ne? Pteranodon. Fiumiasattel. Schau Chikesattel. dem. Schau dem Internet schnell. Ich kann mich nicht raustaben. Oh ne, erst ab Level 35. Nein! Ja, aber dann kannst du sie bald Ja, machen. aber ich muss Aber ja die dann die können sich ganzen schon anderen tamen. Sättel nachlernen. Nein. Doch, das baut doch alles aufeinander auf. Ja, gut, dann tamen wir sie Ja, ist ja halt wurscht. und, Hauptsache, wir haben so die Dinge endlich mal, ey. ja. 40 Narcotics, das heißt, 60 brauchen wir. Aber da brauche ich doch extrem viel, oder? Ich reibe mal ein bisschen mit dem Mavis. Skorpion hinher. Oh, nicht darunter fallen. Oh, verdammte Axt. Komm mal eben her. Muss mal eben absteigen. Also wir haben Oh, 59 wir haben Sattel. So, dann Narcotics. bin ich aber weg. Ja? Danke sehr. Vielen Nicht dein Ernst, Dank. Ja, oder? doch. Ah, Ey, du okay. bist der Hammer, ey. Ein Ja, Sattel oder einer zwei? reicht ja erstmal. Vielen, vielen Dank nochmal für alles. Alter, ich flippe aus. Jo, kein Problem. Dann. Servus. Ja, also Dani, das mit dem Sattel hat sich erledigt. Jetzt fahren wir aber endlich so ein. Ich will so ein. Ja. Ding geparkt. Ich brauche Fle ich brauche was zu essen. Ach, ich will dich nicht reiten, Kira. Access Inventory. Ja, ich mache gerade noch 50 Narcotics, deswegen. Aber wir sollten uns wirklich schnell einen schönen raussuchen, weil ich weiß nicht, das Fleisch fordert ja. Ja. Oder zwei schöne halt. Ja. Aber zwei wird wiederum knapp wegen den Narco-Berries. Ja, ist. Ich würde Achso. sagen, dann bleibt einer erstmal beim Pteranodon, beim ersten und der andere sammelt mit Ja, Kira genau. weiterhin. Und dann suchen wir uns einen zweiten. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal so ein Ding. Meine Güte. Bin ein bisschen ungeduldig. Vielleicht merkt man das hier. Ich merk's ja. Dann kriegen wir halt in dieser Folge wieder sau viel hin, ne? Na, Folge in der Zwei Aufnahmesession. Pteranodon, ein Skorpion. Alles selber gefarmt. Farmt. Tja. Find keinen. Hinten. Was ist das da hinten? Da muss ich jetzt mal hin. Also, ich schätze mal für dich dann blau-weißen und für mich einen roten. Also weiß-blau, ja. Also wenn du eins von beiden siehst. Wird umgenietet. Und dann wird gesagt, wo. Vielleicht lebt er ja noch ums Eck, der weiß-blaue. Wo war der? Der war vor unserer Haustür genau rechts ums Eck an diesem, an unserer Hausseite, rechts das Cliff. Okay. Dann gucke ich da jetzt. Ich laufe jetzt mal hinten rum. Ja, ich muss leider immer noch warten, bis die Narko-Dinger fertig sind. Ja, kein Stress. Der bleibt ja eine Zeit lang liegen. Bis der wieder weggeht. Wenn die Narko-Bären nicht reichen, können wir immer noch Arrows reinhauen. Ja, und der Skorpion betäubt ja auch. Also, so ist ja nicht. Das
können wir dann mal ausprobieren, mit dem Skorpion hingehen und einmal zuschicken, wie viel das macht. Wie viel es abzieht an Leben. Ist das da hinten? Ist das ein weiß-blauer? Ne, der ist grünlich. Ja, da dauert es lang, bis diese scheiß Narkotis fertig sind. Da hinten ist ein roter. Oh, hier hinten sind ganz viele Pteranodon. Noch ein Rotor. Machen wir so einen roten. Die sind halt ein gutes Stück weg, aber ist ja eigentlich auch wurscht, oder? Ja, wo sie sind, ist ja scheißegal. Hauptsache, wir können schnell reagieren, falls irgendwas da ist. Ich meine, ich würde halt in der Zeit, je nachdem, entweder bleibst du oder bleib ich beim Pteranodon. Und der andere farmt halt mit Kira. Ja, doch mal gucken. Aber wir müssen den, falls ein T-Rex da ist, müssen wir ihn halt schnell weglocken. Ja. Ich glaube, hier ist ein weiß-blauer. Ich weiß ja nicht genau, wie die aussehen. Also der ist eigentlich komplett weiß vom Körper und der Kopf ist blau. Ja, so einer rennt hier rum. So dunkelweiß. Ja, ja, so einer. So einen habe ich gemeint. So einer rennt hier rum. Roter rennt hier auch rum. Also was zuerst? Mir ist es wirklich egal. Also wenn du wirklich so heiß drauf bist, dann machen wir den roten halt. Machen wir jetzt den roten. Das ist auch mir klar. Ja, komm. Okay, dann betäube ich den jetzt mal. Ich bin links von unserem Haus. Wenn du rausgehst, links übers Ufer. Da, wo du hergekommen bist quasi. Warte mal. Hatten wir nicht mal zwei Schränke? Achso, der ist ums Eck, ne? Wollen wir doch mal gucken. So. Eww. Ja, geil. Den können wir jetzt schon vergessen. Was? Wieso? Das ist nicht fucking ernst. Er ist ins Wasser gelandet. Alter. Läuft bei uns. Also, wenn er jetzt nicht ganz geschmeidig ersüffelt, dann... Du bist einfach rechts ums Eck, hast du gemeint, ja, ich, ne? Bin da, wo du hergekommen bist, quasi. In dem Fluss bin ich jetzt da. Achso, also links ums Eck. Wenn du aus der Haustür rausgehst, links ums Eck. Genau, ja. Also bis jetzt lebt er noch. Ich weiß ja nicht, wie lange das braucht, bis der ersüffelt. Kannst du ihn rausziehen mit G? Glaube nicht. Ich habe jetzt keinen Bogen dabei. Nee, ich habe einen. Also ich habe es jetzt minimal gehalten, damit ich, falls irgendwas ist, mit Kira farmen und danach den T-Rex weglocken kann. Naja, der verreckt, vergiss es. Wusst du? Also ich bin jetzt bei unserem Nachbarn, dem ehemaligen. Genau, warte, da komme ich jetzt auch mal hin. Bist du gegenüber, oder was? Ich bin den Fluss dann quasi wieder zurück. Das ist halt echt ein Eck, wo... Immer die Rechse rumlaufen. Aber hier sind auch echt viele Pteranodons. Ich bin... Ach, wie beschreibt man denn das denn? Auf unserer Seite quasi. Dann schon wieder. Also zu unserem Nachbarn und dann auf unsere Seite. Auf dieser Insel. Okay, da bin ich jetzt auch. Da sind so viele Elefanten. Hä? Nach links bist du gegangen, ne? Aus dem Haus raus links. Ja. Bei diesem Typ, der da nur die Kisten auf dem Berg hat. Da! So, hier bin ich. Gut. Ja. Also, da das nichts wurde, nehmen wir jetzt... Wo war der Weiß-Blaue? Der Weiß-Blaue ist da gegenüber. Okay. Schieß ihn in den Kopf, das ist besser. Na, der ist halt losgestartet und dann abgestürzt ins Wasser. Und dann da leider ersoffen. Der von eben. Ist das hier so ein Weiß-Blauer? Warte. Wo bist du? Da läuft er doch. Da bist du gerade weg. Ich suche gerade noch einen anderen. Nee, nicht so einen. Also der ist absolut nicht weiß-blau. Oh, der ist halt so schmutzig weiß. Ja gut, dann suchen wir weiter. Aber es war wirklich so ein richtig klares weiß-blau. Boah, das ist so ärgerlich. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Schau mal, warte mal. Der ist, weil der war echt richtig... Der ist eigentlich weiß-grün, sieht auch nicht schlecht aus. Richtig knallrot war der, ey. Der da. Wollen wir den? Aber das Grün sieht nicht so hübsch aus. Ich finde, das ist so dreckig, das Grün. Naja, ich hätte gern Blau, wirklich. Aber ist mir egal, dann suchen wir erstmal dahin. Das ist können wurscht. Wir jetzt mal. Wir nach, ja, halt je Ausschau. Nachdem, was wir halt jetzt zuerst finden. Ja. Boah, der war so, ja. Der hatte so richtig leuchtend rote Flügel. Der sah richtig cool aus. Und dann erst häuft er einfach im Wasser. Und dann ist er trunken. Das ist so ärgerlich. Deine Schuld, du hast ihn abgeschossen. Ich denn wissen, dass der so einen Scheiß macht.
Besten wir laufen zusammen, wo bist du? Weiß-roter. Ich bin ein Stück weiter hoch. Warte, ich komme mal wieder runter Richtung Strand. Ja, ich denke mal, die Viecher halten sich eher im Stand auf, oder? Ich glaube, wollen wir mal ein Stück da nach links. Ich sehe dich. Also quasi in die andere Richtung, wo du jetzt gehst. Ich würde eher nach rechts gehen, weil dann bleiben wir näher an der Base. Okay, also da hinten ist der ersoffen. Ein Stück weiter da hoch. Da, da vorne ist so einer mit leuchtend roten Flügeln. Ja, der fliegt, ne? Ja, wurscht. Krieg den ja da runter. Dein Fall nicht so, dann brauchst du wieder Essen. Stimmt. Ganz ruhig, jo. Du bist halt echt saunervös. Ich werde nicht ein Flugdino, deswegen spiele ich dieses blöde Spiel doch überhaupt. Also jetzt müssen wir gucken, dass er dann in eine Richtung guckt. Jetzt fliegt er weg. Und wir müssen gucken, dass er in eine Richtung guckt, die nicht Wasser ist. Kommt da runter. Das ist ja natürlich sehr frisch. Ich hoffe, er gefällt dir. Ja, der gefällt mir, sondern nur einig. Nein! Der wird weg. Dreh um, mein Freund, dreh um! Ja, ja? Ja, schau, er hört auf dich sogar schon. Jetzt schießen halt mal ab, vielleicht schaffst du es. Nein, dreh um. Jetzt fliegt er übers Wasser und da triffst du ihn und dann. Nein, nein, ich schieße ja nicht, wenn er übers Wasser fliegt. Jetzt könnt er bis. Komm, ja, komm. Ja, nice, getroffen. Lol, ist das dem sein fucking oh, oh, Ernst? Oh, oh, oh. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Und Wasser und ich. Wasser. Genau ins Wasser, genau wie der andere in die Mitte des Flusses. Schau mal, vielleicht. Bald gibt's keine Rot mehr. Schau mal, vielleicht können wir ihn wirklich rausziehen. Ich hab's schon versucht gerade, es geht leider nicht. Hm. Ne. Alter, ist der lila? Nee, das sieht dir? Das. Ach, ist es ein kleiner, das oder? Das ist nur so ein kleines Vieh. Was ist das, Alter? Weiß ich nicht. Also, dann kill ich mal den im Wasser. Krass. Ja, tu den. Sieht aus wie ein Drache, Alter. Mann, jetzt tötest alle, die du magst. Ja, ich weiß. Ich kann ja auch nichts, wenn die bauen ins Wasser fliegen. Aber wollen wir mal hinter unser Haus gehen? Wollen wir auf die Klippe hochgehen? Ja, hinter unser Haus. Das, ja. Oder du meinst aufs Haus hoch, ne? Ja, da. Da ja, das finde ich eine gute Idee, weil das wäre eigentlich das. Weil wenn wir den gleich, da oben kommt fast kein T-Rex vorbei. Es darf nicht wahr sein, ey. Ist doch nicht so schwer, so ein Komisch, ich bin noch was zu essen, ich hab so Hunger. Jetzt in real life, oder? Ja. Ja, da hab ich auch gerade Hunger. Wir können auch gleich mal eine Pause machen, ein bisschen. Ja. Mal gucken. Ah, jetzt müssen wir erstmal zähmen. Ich hab noch eine Mondstrecke, die hol ich mir. Wenigstens wird's nie langweilig beim Jo und Jo LP. Oder Jo und Dani? Ja. Weiß es nicht. Wir sind mit anderen Kanal. So. Ja, da oben sind wir schon. So, ich bin jetzt hinterm Haus. Hier schwebte vorhin auch irgendwo so ein roter rum. Das Geilste wäre halt, wenn der einfach in unsere Steinmauer fällt. Das wäre der Hammer. Oder auf die Dachplattform. Weil dann hat ein T-Rex eigentlich keine Chance. Ja. Hier machen gerade Bond, nee, Stegosauri Liebe. Sind es die großen? Ja. Glaube schon.